wie wir heute wissen, die Bakterien sind die erfolgreichsten. Norman Carson erkannte das und sagte, es tut mir nicht gut, hier den ganzen Tag zu liegen. Tagsüber passiert ja auch was, das mache ich alles gerne mit, aber gestattet mir, dass ich abends ins Hotel gegenüber schlafen gehe. Ah, das ist gegen den ärztlichen Rat, die müssen wir hier unterschreiben, das mache ich gerne. Und er lud sich Freunde ein und hat sich gezielt für humorvolle Videos entschieden. Er guckte versteckte Kamera, Marx Brothers, alles was es damals auf Videokassette gab. Heute im Internet gibt es so viele Möglichkeiten, sich humorvolle Filme, Dinge anzugucken, dass wer nichts zu lachen hat, ist selber schuld. Und er merkte an seinem eigenen Körper, wenn ich lache, brauche ich weniger Schmerzmittel. Und er erzählte seinem Arzt, kann das sein? Und der Arzt hat pfiffig genug gesagt, der Patient hat erstmal immer recht. Großer Chirurgensatz, der Patient im Gips hat recht, wenn er sagt, er ist zäh. Nein, er ist nicht zäh. Nein, das tut nicht weh. Also mir nicht. Und damit ging sozusagen die Beschäftigung los und passt eben in einen Kontext, wo sich erst in den letzten Jahren überhaupt das Interesse dafür mehrt, nicht nur zu fragen, was macht Menschen krank, sondern warum werden manche Leute auch nicht krank? Oder gehen mit einer Krankheit so völlig unterschiedlich um? Und das ist sozusagen der Kontext, in dem ich Ihnen was erzählen möchte. Voltaire war ein kluger Mann, der sagte, in der ersten Hälfte des Lebens opfert man die Gesundheit, um Geld zu verdienen. In der zweiten Hälfte des Lebens opfert man das Geld in der Hoffnung, die Gesundheit zurückzubekommen. Das ist kein besonders intelligentes Spiel. Aber die allermeisten sind so. Ich auch. Und vielleicht kennt ihr auch dieses Gefühl, dass es auch innerhalb der Krankheiten einen komischen Wettbewerb gibt. Wer hat das Schlimmste? Kennt ihr das? Wenn man mit 50 als Mann keinen Herzinfarkt hatte, gilt man so latent als Leistungsverweigerer. Da ist man irgendwie nicht richtig bei der Sache. Und das zweite Phänomen ist, dass wir Schnäppchenjäger sind. Wir haben lange in die Krankenkasse was eingezahlt. Und jetzt hat der Nachbar einen Bypass bekommen. Guckst du nach, machst vielleicht 20.000 Euro. Dann denkst du doch insgeheim, wenn ich jetzt nicht dafür sorge, dass ich einen doppelten Bypass bekomme, habe ich all die Jahre mit den Idioten nichts immer mitbezahlt. Ja, der hat nie was für sich getan. Ja? Also muss ich mal eine tolle Krankheit. Und Krebs ist teuer. Also da gibt es viele tolle neue Medikamente, die sehr, sehr teuer sind und manchmal sogar zwei, drei Wochen Erwartungen verändern. Und ich sage nur, ich bin heute da, um Sie ein bisschen zu kitzeln, zu provozieren. Denn wir können uns nicht selber kitzeln. Also auch das ist ein wichtiges Erkenntnis aus der Neurologie. Probieren Sie es mal. Versuchen Sie sich mal selber zu kitzeln. Irgendwo, wo Sie normalerweise kitzeln. Geht nicht. Jetzt kitzeln Sie bitte jemanden, der neben Ihnen steht. Warum fühlt sich das anders an? Ich habe ja in der Kinderneurologie mich viel mit dem Hirn beschäftigt und es gibt da große und kleine Stammhirn und der Bewegungsimpuls kommt aus dem hier oben, ungefähr, motorischer Kortex, geht in den Finger und eine Referenzkopie geht ins Kleinhirn und sagt sinngemäß, pass auf, gleich berührt dich jemand in der Seite, erschreck dich, bist du selber. Das ist wichtig. Sonst würden wir uns ständig erschrecken, wenn wir uns bewegen und die Kleidung auf unsere Haut rutscht und sowas, dann würden wir hoch, was ist das denn? Also es ist eine sehr sinnvolle Einrichtung, dass wir uns nicht selber überraschen können. So ähnlich wie beim Sex, immer nur alleine, irgendwann fehlt die Überraschung. Du hast das Gefühl, das war schön, aber ich hab's kommen sehen. So dieses Gefühl hat er uns wieder. Deswegen kann man sich nicht selber kitzeln. Denn wir brauchen ein Gegenüber. Und deswegen ist Lachen auch ein soziales Phänomen. Es ist schwer alleine, wenn man ein Buch liest oder eine Fernsehsendung guckt, zu lachen. Mit anderen zusammen ist das viel leichter. Das hat Norman Carson sofort intuitiv richtig gemacht. Er hat sich mal gesagt, dass zusammen Dinge kommen. Der Ursprung des Lachens ist viel älter, als wir annehmen. Der ist nämlich in der Steinzeit.
wo unser Leben verdammt gefährlich war. Stell dir vor, wir waren vor 30.000 Jahren hier, gab noch nicht mal dieses Gebäude, im Urwald unterwegs. Und plötzlich knackt es im Gebüsch. Und jeder von uns denkt, Lebensgefahr. Lebensgefahr heißt Stress. Heißt, du hast drei Optionen. Fight, Flight oder Todstellreflex. Also Flucht, Kampf oder Todstellreflex. Du überlegst kurz. Macht der Kampf mit dem Tiger Sinn? Nein. Todstellen auch nicht so günstig, also denkst du, ich muss rennen. Du musst nicht schneller rennen als der Tiger, aber schneller als die anderen. Und sie merken auch, dass wir als allererstes opfern, wenn wir unter Stress geraten. Nämlich A, den Humor und B, die Empathie, das Mitgefühl. Warum sind Menschen als Kollektiv, als Art so unglaublich erfolgreich auf diesem Planeten? Weil wir nicht nur an uns denken. Das Kostbarste, was wir haben, ist die Fähigkeit, uns in den Gedanken in andere hineinzuversetzen, für ihn mitzufühlen, zu kooperieren, ihm was beizubringen, uns gemeinsam Freude zu machen. All das macht uns aus. All das macht uns glücklich. Und der Stress ist das Erste, was wir opfern. Wir denken nur an uns, wir denken nur ich und denken. Und das ist ein hoher Preis. Nicht nur für das Miteinander, auch für den Körper. Der Körper tut alles, um den Blutdruck hochzujagen, um die Gefäße eng zu machen, um die Hände feucht und Blutzucker hoch und die Muskeln aktiv und auf die Verdauung wird verzichtet und auch auf die Fortpflanzung. Einige ändern sich. Unter Stress ist das nicht vorgesehen. Dann knackt es im Gebüsch ein zweites Mal. Und einer aus der Gruppe merkt, das war gar kein Tiger, es war ein Kind, was sich verlaufen hat, was dieses Geräusch verursacht hat. Was machen die sofort? Die fangen an zu lachen. Warum? Lachen ist der natürlichste Antistressmechanismus, den die Natur uns mitgegeben hat, um mit dieser wichtigen Lebensgefahrmechanik sorgsam umgehen zu können. Damit wir was haben, was sie wieder runterschraubt. Und genau das passiert beim Lachen. Und beim Lachen dreht sich der Stress um. Was tun Sie, wenn Sie Stress haben? Sie spannen die Muskeln an. Was machen wir beim Lachen? Wir lassen sie los. Wir lassen die ganzen großen Haltemuskeln des Körpers los. Kinder rollen sich auf den Boden vor Lachen. Wir können als Erwachsene manchmal noch so lachen, dass wir Muskeln, die wir seit dem 4. Lebensjahr eigentlich ganz gut unter Kontrolle haben, loslassen. Das ist ja auch immer mein, ich bin ja Freund der Wissenschaft, ich will die Dinge auch messen können. Ich gehe nachher an allen Sitzen vorbei, denke, war es gut? Wie viel Prozent hast du heute geschafft? Nein, das ist gar keine Aufforderung. Wenn die beiden anfangen zu lachen, was passiert noch? Das Lachen ist ansteckend. Warum ist das wichtig, dass es ansteckend ist? Damit alle in der Gruppe mitkriegen, entspannt euch, ist alles nicht so schlimm. Hört auf, euch Stress zu machen. Das ist Energieverlust. Entspannt euch, ist alles nicht so schlimm, wie ihr gedacht habt. Und das ist sozusagen die tiefe Botschaft im Humor und im Lachen, nämlich wechsle deine Perspektive, entspann dich, lass locker, guck, ob du das, was dir gerade passiert, aus einer anderen Sicht sehen kannst. Und wann ist Lachen ansteckend? Wenn dem einen die Luft ausgeht. Man kann das messen, Lachen fängt laut an und wird leiser, wenn man nicht mehr kann. Und genau der Teil, wenn der eine leiser wird, ist das für den anderen das größte Signal einzusetzen. Dadurch wird das Signal sozusagen verstärkt und weitergegeben in der Gruppe, bis der letzte Mitglied sagt, ach, war alles Kind und nicht der Tiger. Ja? Das ist sozusagen der evolutionsbiologische Hintergrund, warum das eben so ein unglaublich wichtiges Signal ist und man auch immer innerhalb von Sekunden mitkriegt, sozusagen, wie die Stimmung von jemand anderem ist und ob die echt ist oder aufgesetzt. Ja, ich könnte da viel zu erzählen. Ich versuche mal, Duchenne war einer der Ersten, der das untersucht hat und der hat auch schon erfunden, was der Unterschied zwischen echten und aufgesetzten Lachen ist. Nämlich, nicht der Mund, den können wir kontrollieren, sondern die Augen. Der Muskel ist auricular aufs Oculi. Zieht die Augen zusammen und macht Lachfalten. Liebe Frauen, Lachfalten sind sexy. Wenn ich eine Frau sehe, die ist über 25, hat keine Falten am Auge, frage ich mich nicht, was hat die für eine Creme? Ich frage mich nur, was hat die für eine Lebenseinstellung? Mit der möchte ich nicht im Fahrstuhl stecken bleiben, wenn Sie wissen, was ich meine.
Die Jen hat das schon gehört. Nächstes verblüffendes Detail aus der Humorforschung. Humor ist die Fähigkeit, sozusagen, sich in jemand anders hineinzuversetzen und zu verstehen, dass jeder Recht hat in seiner Sicht der Dinge. Und das muss man lernen. Wenn Kinder geboren werden, sind sie erstmal ziemlich überfordert mit der Komplexität der Welt und sind erstmal ziemlich egoistisch. Die interessieren sich für ihre eigene Nahrung, für ihre eigene Sicherheit und noch nicht für viel anderes. Aber das kommt bei gesunden Kindern. Bei autistischen Kindern ist das aufgrund von einer neurologischen Störung nicht so leicht möglich, dass sie sozusagen die Perspektive wechseln und sich vorstellen, dass der andere die Welt anders sieht. Und wie findet man das heraus? Mit einer Zeichnung von Max und Moritz. Max und Moritz, Sie erinnern sich vielleicht, Wilhelm Busch, großartiger komischer Dichter, sind auf dem Dach und angeln die Hühnchen bei Witwe Bolte aus dem Kamin. Witwe Bolte sieht das aber nicht, sie ist draußen, kommt zurück, sieht, die Hähnchen sind weg und der Hund ist da. Und ein vierjähriges Kind kapiert schon, dass Witwe Bolte eine Information nicht hat, die ich von außen als Betrachter ja habe. Und dass das komisch ist. Ein autistisches Kind versteht das nicht. Und sagt, warum weiß sie denn nicht das Gleiche wie ich? Und so kann man tatsächlich mit Humor auch Diagnostik betreiben. Und ich wäre sehr dafür, wenn die Ärzte und Pflegekräfte so unglaublich viel dokumentieren müssen im Krankenhaus, dass es auch eine Spalte gibt für Humor. Jeden Tag wird man gefragt, ob man Stuhlgang gehabt hat. Das ist ja auch wichtig. Ja? Mal unter uns, wenn Sie mal einen Tag nicht konnten, lügen Sie. Sagen Sie erstmal ja. Denn wenn da zwei Tage kein Punkt in der Kurve ist, dann kommt die Oberschwester, die hat noch den guten alten Schwenkeinlauf gelernt. Und wenn Sie dabei ins Gesicht schauen, verstehen Sie auch intuitiv, warum sie unverheiratet geblieben ist. Aber das sind Klischees von 30 Jahren. Heute ist das alles ganz anders. Weil die gibt gar keine Pflegekräfte. Das ist das nächste große Drama, zu dem ich auch noch komme. Also, Witwe Bolte, Humor diagnostisch und therapeutisch wirksam. Diagnostisch wünsche ich mir, dass es eine Spalte gibt. Wie oft haben Sie heute gelacht? Was war heute schön? Wo haben Sie Freude? Was bringt Ihnen Freude? Wie kann ich Sie dabei unterstützen? Ein Tag nicht gelacht ist bedrohlicher als ein Tag nicht gekackt. Also mental ist das doch. Das hier ist bei Karstadt. Kennen Sie noch diese alten Foto? Warum zeige ich Ihnen das? Weil Jungs sind ja häufiger autistisch als Mädchen. Und ein Beispiel, wie Theory of Mind entsteht, ist, wenn Kinder miteinander spielen, so tun, als ob. Also ich nehme dieses Ding in die Hand und sage Hallo, Hallo. Und dann zwinke ich dir zu und ich weiß, dass es kein Telefon ist. Ich weiß auch, dass du weißt, dass es kein Telefon ist. Und wir einigen uns trotzdem darauf, jetzt zu telefonieren. Das ist eine unglaublich komplexe kommunikative Leistung. Und daran kann man eben sehen. Und ich wollte Ihnen nur zeigen, ich bin noch milde autistisch. Die Physiologie des Lachens überspringen, das haben Sie schon kapiert. Für die Kollegen, es gibt inzwischen sehr, sehr viele gute Daten, wie Humorlosigkeit und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängen. Für Krebs ist nicht so eindeutig. Komme ich auch selbst. Im Schirembel, im klinischen Wörterbuch, steht Lachen drin. Aber nur als pathologisches Phänomen. Transversales Lachen, breites Verziehen des Gesichts bei beidseitiger Facialsparese, vergleiche Zwangsaffekte. Dass der Mensch ohne Zwang lachen kann, das kommt da nicht vor. Das zeigt eben, wie über Jahrhunderte Medizin sich nur für sozusagen die Pathologie interessiert hat. Für das Krankhafte, statt zu gucken, was schützt, was hilft dagegen. Inzwischen, gut belegt, how to laugh away stress. Wie just thinking about laughing makes you feel better. Nur die Erwartung, etwas zum Lachen zu bekommen, lässt es mir jetzt schon besser gehen. Und das ist im Prinzip auch die Idee von Placebo. Wenn man Leute fragt, wann der Kopfschmerz nachlässt, nachdem sie eine Tablette genommen haben, ist man immer wieder rasch. Der Schmerz erst nach, noch bevor die Tablette überhaupt im Magen ist. Ja? Ich habe mich als Kind schon immer gefragt, woher weiß die Kopfschmerztablette eigentlich, wo der Kopf ist? Ja. Haben Sie das nie gefragt? Weil man schluckt sie erstmal in die völlig falsche Richtung.
von Zäpfchen ganz abgesehen. Ja? Aber die Erwartung, dass es mir besser gehen könnte, dass es mir jetzt schon besser geht. Und das ist auch letzten Endes nicht nur bei Schmerzen so, das ist bei jeder Krankheit so. Habe ich das Gefühl, da ist was für mich drin an Möglichkeit. Und wenn es nicht das Leben ist, was ich bisher kannte, aber ein Leben, was Freude hat, was Qualität hat, was Miteinander hat, ist es was anderes, als wenn ich denke, oh Gott, alles furchtbar. Humor beginnt da, wo der Spaß aufhört. Das heißt,